Jolle, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Bis dato war es tatsächlich echt schöner Tag. Kilian ist dann später vorbeigekommen, da war es dann auch vorbei. Gut, du hast eigentlich gesagt, du willst gar nicht im Video sein. Meine Hand aber. Ja, das reicht ja dann auch. Neben mir sitzt der Herr, der eine Rolex trägt, und zwar der liebe, der liebe SK? SK ist richtig, glaube ich. SK wird es ausgesprochen, oder? S. Genau. Und wir schauen uns heute Outfits von YouTubern an. Kilian hat Outfits rausgesucht und wir dürfen erraten, was die wert sind. Da du jetzt auch ins Fashion Game mit deiner Uhr einsteigst. Können wir direkt anfangen. Natürlich gibt es auch ein Video von ihm zu sehen, das habe ich hier oben mal verlinkt, wo er über seine Uhr spricht. Junge, das ist schon gelöscht. Außer wovon redest du? Ach, da hat er gar keine Uhr mehr. Ja, super. Ich würde sagen, Kilian, wir gehen direkt mit dem ersten Outfit. Zeig mal, was du da rausgesucht hast, mein Freund. Also der erste YouTuber ist auch im Uhrengame ganz gut vertreten. Okay, und zwar ist das der Ehrenbruder Montana Black. Alles klar, darf ich mal gucken? Ja, aber nicht wischen. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine Kippe, die ist, wie viel ist die wert? 20 Cent? Die habe ich nicht wieder eingerechnet. Marlboro Gold, das sind so 20 Cent. 20 Cent, die Tattoos und sowas zählen auch nicht dazu. Das Unterhemd ist auf jeden Fall das Erotischste, was ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben, Alter. Ich würde gerne an seinen Zitzen saugen. Die Kappe ist wahrscheinlich seine eigene, okay, Merch-Kappe. Okay, Sonnenbrille. Ich spiele gegeneinander, ne? Ja, ja, ja. Ach so, miteinander nicht? Nee. Nein. Okay, hat er keine Hose an auf dem Bild, oder? Nee, die zählt nicht. Ich glaube, es ist wirklich was, nur das, was zu sehen. Okay, hast du was? Ja. Okay. Also ich sag mal so, ein paar Artikel werden wahrscheinlich ein bisschen... Nee, ich sag gar nichts. Zähl runter, Kilian. Wir schreien es dann einfach rein. 3, 2, 1... 13.400. Einer von euch beiden ist echt gut dran. Also 13.400 hab ich gesagt. Und zwar 11.100. Oh, damn, bro. Digga. Diese Kette ist es halt. Ja, genau. Diese, was? Du hast ihn dir geschenkt. Die Kappe, ja. Achso, die Iron Cap kostet 50 Euro so. Ah, da hätte ich jetzt gesagt 4.000. Sonnenbrille, Carrera. 9.000, okay. Und die Königskette. Unterhemd 5.000. Ja, Alter, das kostet okay. Unterhemd, Digga. Bester Mann, Alter. Er musste Monte fragen. Ja gut, die Sache ist halt, die ist komplett nur auf die Kette an. Alles andere ist scheißegal. Ja, deswegen dachte ich halt, es hätte auch so eine Versace-Kette sein können für 200 Euro, die jeder. Ich habe aber einfach mal gedacht, Digga, dass wenn er reinrotzt, dann richtig, Alter. Richtig. Ja, ich hätte gerade 20k-Kette. Boah, Digga. Nee, die Uhr hat 25 gekostet, aber das sieht man ja dann. Bei der Uhr hätte ich dich erwischen können. Ja, ja. Hättest du mich erwischen können, aber Seitlich. Mach nächstes. 1:0 für Rewindheit. Ja, jetzt kommt ein YouTuber, den ich persönlich sehr feier. Okay. Ah, Kilian Jonas. Ja, richtig cooler Typ. Alles klar, das ist natürlich jetzt echt dreist, dass er seinen eigenen Instagram auf jeden Fall pusht. Jetzt sehe ich hier auch gerade schon seine eigene Marke Adrett. Das ist das Unangenehmste, was hier jemals untergekommen ist, Junge. Was? Okay, Adrett. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Das ist doch voll unfair. Ja, das sind keine Preise. Ja, Adrett-Preise kosten, das Titel kostet 6.000, das weiß ich. Damit er halt seinen Lifestyle finanzieren kann. Natürlich, ja. Klar, natürlich. So eine Rolex kauft sich ja nicht von allein. Echt? Stabil, sag mal. Okay, wenn wir mal drauf schauen, keine Uhr. Sneaker habe ich halt gar keine. Aber schaut genau hin. Also, nee, weißt du, wie ich meine? Weil ich habe da, ich gebe so einen Tipp, ich habe ja was in der Hand noch. Ne? Also das zählt auch mit rein. Die Überwachungskamera da hinten. Ja. Die müssen wir auch mit reinrechnen. Ne? Okay, perfekt. Das neue Hotel, das ist 25 Hours in Köln, das kostet ca. 40 Millionen. Das ist also mit reinrechnen? Okay, dann Das ist Gabrielischer Marmor. Der kostet 45 Millionen. Tschüss, ein Stein. Ich hab was. Hast du? Ja. Okay, lass mich kurz mal überschlagen. Ja, okay. Zähl runter. Okay, 3, 2, 1, 950. 950. Boah, das ist wieder einer übertrieben knapp. Und zwar das komplette Outfit kostet 705 Euro. T-Shirt? 40 Euro. 40 Euro Adrett? Da muss ich ganz ehrlich sagen, kommt doch lieber Rewi-Merch, der ist deutlich günstiger und sieht auch auf jeden Fall besser aus. Freshes Outfit kann man auf jeden Fall nicht machen, wenn man Fashion-Influencer ist. Ich würde sagen, direkt nächstes Outfit. Super. Okay, jetzt kommt wieder ein Fashion-Influencer. Ganz kurz, wie viel ist denn dein Outfit eigentlich heute wert? Boah. Schon so 9, oder? Oder 11. 200. Okay. Ja, New Balance Schuhe, ja, das kommt. Ja, das ist halt, heutzutage kostet jeder Drecksturnschuh, alt Magenturnschuh immer 100 hey, Euro, ne? Du brauchst mich nicht rechtfertigen. Zieh nochmal die Uhr, dann frage ich dich nochmal. Welche Uhr, Digga? Okay. Jetzt kommt, glaube ich, jemand, den du gut kennen könntest, weil jeder kennt ihn. Mhm. Und zwar Alberto. Der echte. Der echte, Alter. Damn. Was steht auf dem. Ist alles Calamares Adidas, Alter? Calabasas. Calabasas. Ist das eine Marke? Das ist von Kanye West. Ah, okay. Ja, echt? Gut. Easy. Apollo ist halt auch der Mensch, der so 2000 Euro für eine Kappe ausgibt, ne? Ja. Deswegen. Ja, die Hand ist halt. Deswegen, es wird. Wie viel Kilo wiegt die Handelscheibe? Weiß ich nicht. Ich würde sagen 10, das muss man natürlich mit draufrechnen. Halt einmal die Wurzel davon, dann kannst du es addieren. Quadrat hoch 7 mal. Quadratlich
gräben. Komplett vergessen. Genau. Um euch noch so ein bisschen zu verwirren, vielleicht habe ich ja ApoRed genommen, weil man vielleicht von ihm was Teures erwartet. Aber ich könnte euch damit auch in die Irre führen. Digga, ich kenne die Schuhe halt, die Fresse. Stabil. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz nach Hause. Okay. Okay. Um vielleicht noch euch ein... Ja, nee, ich gebe euch keinen Tipp. Ja, super. 3, 2, 1... 900 Euro. Boah. Komm, bitte, bitte teurer. Bitte teurer. Wenn es kostet 851 Euro, weil ihr euch... 465. 1, das Problem an der Sache ist, dass Red halt seine Eigenmarke da auch trägt. Ja, ja, die Hose, oder? Die Hose und die Cap. Kappe, ne? Genau, ja. Wenn du auf diese Marktpreise gegangen wärst, hätte SK auf jeden Fall gewonnen. Ja, ja, weiß ich. Aber die Schuhe kosten allein 700 Euro oder so auf dem Markt. Ja, aber nee, es sind 400. Das ist der 500er Yeezy. Ich hätte auch gedacht, dass die Schuhe aber neu 400 gekostet haben. Aber krass, okay. Naja, wie sagt man so schön? Vater. Wie gewonnen, so habe ich gewonnen. Nee, nee, du hast 3. Es gibt ja insgesamt 7. Ah, 7. Okay, das heißt, ich kann auch den kompletten Turnaround machen. Turnaround. Wird aber wahrscheinlich auch passieren, ne? Ja, wahrscheinlich. Habt ihr euch bei den letzten 4 eigentlich auch abgesprochen? Natürlich. Das ist eigentlich nur ein Video, wo ich dich vorführe. Ja. Perfekte Kamera, da ist die Kamera. Reingeguckt. Okay, als nächstes kommt der Mani. Der Mani! Der Mani! Der Krabi! Jetzt schauen wir mal her. Oh, da blitzt aber noch was unter seinem Hoodie hervor. Schlauer Boy. Da muss man aufpassen. Was für eine Marke ist das Shirt? Temperature steht unten, das ist Off-White. Ah, okay, gut, okay. Okay, die okay. Ja, okay, hast du? Okay. Zu dem Hoodie kann ich... Keine Ahnung. gut, ja, dann würde ich mal sagen... Schöne Knie hat er. Die Knie kostet halt nochmal extra. Da ist ein Taser drin. Dass der auf die Knie geht vor dir. Gell? Also, ich würde mal sagen... 3, 2, 1... 950 Euro. Junge, jetzt war auch nicht so schön wie das weg. 850? Ja. 930? Mach keinen Scheiß. 900 Euro. Und zwar den Hoodie, den er trägt. Das ist Off-White, oder? Das ist Off-White Champion Collabo. Kostet 540 Euro oder hat 540 Euro gekostet. Ist komplett ausverkauft. Ey, Vater! Was ist das für ein. Jetzt geht's um die Ehre, jetzt geht's um die Ehre. Wenn Revi dich in diesem Format zu null weghaut. Oder ist halt Revi, ne? Was ist denn das? Guck mal, ich bin ein Passion Day bei mir. Junge! Sieht jeden Tag aus wie ein Penner, oder was willst du? Der Mann, der Jenny. Der Mann, der Mani. Als nächstes muss ich auch dazu sagen, es zählt nur das T-Shirt, die Uhr und die Mütze von dem jungen Herrn. Und zwar ist es der Mike Singer. Das ist Rolly Daytona, das sehe ich auch ganz klar. Das ist ein Rolly Daytona. Das ist auf jeden Fall keine Daytona. Das ist auf jeden Fall eine Rolly, Alter. Okay, damit könnte ich jetzt eine Chance haben. Richtig. Weil, zeig mal Kette nicht? Uhr. Kette nicht. Kette nicht? Ja, woher will ich denn wissen, was das für eine Kette ist? Ja, dann ruf ich doch kurz an. Oh, was ist deine Nummer nach? Okay. Wenn ihr euch jetzt nämlich auch beim T-Shirt gemerkt habt, was ich bei Mane gesagt habe, beim Preis. Ja, bei Mane. Das ist doch preislich gleiche Liga, gell? Das geht sie einher. Super, der Mani. Okay, kommt's herunter. Alter, was kosten diese Augenbrauen eigentlich? Das mag ich ja. Maul jetzt, Junge. Also, 3. What these brows? Du, warte, ganz kurz, ich muss kurz addieren. Okay. 3. Warte, nein. 3. 2, 1, 22.000. Jetzt ist komplett raus. Ja, ich habe geguckt mit GMT Master 2 mit Edelstahl 8.900. 8.900, okay, 8.300 gesagt. Genau. Aber ich habe aufgerundet auf 9.000. Das Outfit kostet 9.280 Euro. Ja, warte mal, da war ich doch ganz nah dran. Hat SK den Ehrenpunkt auf jeden Fall geholt. So, ich habe eigentlich schon verloren, sowas feiere ich ja nicht. Aber wir haben noch 2 Outfits. Junge, weil irgendwie Scheiße mit einer Uhr kam, Alter. Junge, bitte mehr. Bitte mehr. Ich bin Uhrensohn. Das nächste Outfit, Revi müsste das eigentlich gut einschätzen können, was das kostet. Ich habe es jetzt dabei auch schon abgesehen, wenn eine Uhr von vorne kommt. Und zwar ist es dieses Outfit hier. Oh ja, Lukas Riga sehen wir hier gerade mit einem Gucci-Pulli. Ah, superhässlichen Jeezys. Genau, das ist der Pulli, den du auch immer trägst aus der Kollektion, wenn du gerade kein Video machst. Genau, ne? Dass die Leute nicht sehen, dass privat du so in meinen 6G-Klassen, die ich aufeinander geschraubt habe, mit meinen 40 Armbanduhren dann durch Stadt fahre. Vom Obdachlosenheim dann Leute ausmachen. Das bin ich, ganz genau. Mit Lukas Riga zusammen aber. Also ich würde sogar fast schon sagen, dass es eine D-Squared-Hose ist, Digga. Er hat sehr dünne Beine. Vielleicht sollte er mehr essen. Ich würde euch einen Tipp geben, legt nicht zu viel Wert auf die Hose. Also ich habe wirklich den Preis daran. Okay. Achso, das war die Hose, weil wir... Aber ist auch so, Leute, oder? Also wenn man jetzt so ein Outfit macht, dann scheiß mal eigentlich auf die Hose, ne? Ja. Habt ihr einen Preis im Kopf? Boah... Ja, auch Originalpreis von den Schuhen wieder? Ja. Okay, alles klar. Und auch von dem Pullover. Mhm. Okay. 3, 2, 1... 730. Taui. Wie viel? 730. Ich glaube, dass dieser Gucci-Hoodie krank teuer ist. 500 maximal. Ich glaube, der kostet 800 bis 1000 Euro. Junge, du musst mal ein bisschen besser aufpassen, weil wie viel ist dein Outfit wert? SK holt den nächsten Punkt. 1200 Euro. Der kostet 1000 Euro, dieser Pulli! Junge, der ist sauhässlich, Alter! Der Pulli ist schon hammergeil, muss man sagen. Der ist Junge, wie geil. Der ist Baba! Als letztes ein Outfit, das ich persönlich sehr cool finde. Jetzt wieder eins von ihm, pass auf. Das war von lieben Tubo. Yeah.
Boy. Live fast, Digga. Okay. Was ist das für Schuhe, Alter? Gar keine Ahnung. Okay. Hast du die Sonnenbrille ist wichtig, da muss man drauf achten. Die habe ich nicht mit reingezählt. Du. Ich hab. Hast du? Ja, ja. Ich habe keinen Plan, also die Marke so kostet, die das T-Shirt macht. Das weiß ich, das weiß ich. Okay, Ich hab's gleich. Ne, hab ich nicht, aber ich hab ähnliches. Aber ich wette, Remi, du bist trotzdem weit weg. Meinst du die Schuhe für mich, ne? Nee, die Schuhe nicht. Die Hose. Junge, das ist schon wieder die geheime Abstimmung. Was ist das für eine Hose, Digga? Ja. Man sieht das Label nicht, aber ich weiß, wie viel die Hose kostet, weil ich mich letztens mit ihm noch über diese Marke unterhalten habe. Okay, also wissen wir schon mal, es ist eine Sie ist auf jeden Fall High Fashion dann. Ja, nicht High Fashion. Aber teuer. So Middle Fashion, so mittendrin. Es gibt ein... In the Middle Fashion. Boah, ich darf halt nicht so viele Tipps. Komm, jetzt mach, mach 10 runter, komm. Die gibt's bei Pegador. Was? Ach so, ja, okay, ja gut. Also preislich. Okay. Bei was? Pegador, das ist so ein... Pegador. Was ist das? Das ist so ein Vogel, der wohnt in Kölner Stadtpark. der verkauft Hosen. Juhu, Ehrenmann, Alter. Okay. Es steht 4 zu 2, du musst jetzt auf jeden Fall okay. Aufgleich holen, oder? Okay, gut. Ach, alles oder nichts, oder was? Wer das jetzt errät, hat gewonnen? Auf keinen Fall. Aber 2 Punkte. Nein. Okay, dann sagen wir 3, fair. 3 ist fair, oder? Halt's Maul. Okay. Also 3, 2, 1. 240 Euro. Tschüss. Wie fährst du? 520. Du? 240. Übertreib, was kostet diese Rose, Alter? 270 Euro. Damit geht da der Sieg an mich. Wir haben insgesamt 5 gemacht, ne? Die ersten beiden wolltest du nicht reinschneiden wegen Wetter, also, ne? Also steht nach wie vor 4 zu 3 von daher. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei SK vorbei. Letzte 2 Punkte habe ich ihnen dann geschenkt. Das mit der Uhr wusste ich natürlich, dass die 8900 kostet mit der Stahlarmbanduhr, weil ich mich mit Uhren so gut auskenne. Schaut auf jeden Fall, unten in der Videobeschreibung ist bei Amazon meine Flickflack-Kollektion, meine eigene, verlinkt. Und ihr könnt auf jeden Fall über meinen Raffling geisteskrank nicht sparen und mir auf jeden Fall Geld in den Rachen werfen. Das ist stabil. Kauft meinen Merch, schaut bei SK bei Kenia vorbei. Danke fürs Organisieren, Bruder. Ah! Lasst einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Ciao.